Der fünfte Einwand in unserer Systematik sind Probleme, die damit zu tun haben, dass der Kunde sich noch nicht darüber im Klaren ist, dass das Möbelstück optimal zu ihm passt und für ihn passt. Wie wird das normalerweise formuliert vom Kunden? Normalerweise wird gesagt, vielen Dank für die gute Beratung, aber ich möchte noch mal darüber schlafen oder ich muss mir das noch mal überlegen. Schlafen und überlegen ist oft ein sogenannter Vorwand. Was machen wir? Denken Sie an den Airbag, an den Prozess. Wir puffern, fangen an zu nicken, hören uns das Ganze bis zum Schluss an, signalisieren dann durch unsere Körpersprache, ich bin okay, du bist okay, entspannte Schultern, nicken, freundliches, offenes Gesicht, Blickkontakt, schieben den Stift beiseite, wenn wir einen Abschlussversuch gemacht haben, den Vertrag beiseite, alles weg und konzentrieren uns rein auf den Kunden. Denken Sie an die Maßgabe, konzentrieren Sie sich nie auf die Nachricht, sondern immer auf den Sender. Das heißt, wir müssen rauskriegen, was den Kunden aus dem Gleichgewicht bringt, dass er sich nicht entscheiden kann. Als nächstes fragen wir nach dem Puffern, denken Sie an die Lupe. Wir forschen genau nach und sagen, ich sehe, Sie sind sich noch nicht ganz sicher. Wissen Sie, und das geht mir auch so, wenn ich mir mit irgendwas noch nicht ganz sicher bin, dann will ich auch noch mal drüber schlafen und in Ruhe überlegen. Kunden nicken dazu meist und sagen, genau, so ist es bei mir auch. Jetzt kommt die Lupe raus und wir fragen, was genau lässt sie denn noch zögern? Pause, Blickkontakt. Und da muss man wirklich Pause machen, denn der Kunde weiß es oft gar nicht so genau. Der hat es mehr unterbewusst entschieden, dass er an dem Tag nicht kaufen will. Und muss jetzt nachdenken und wir müssen in der Zeit den Mund halten, das ist ganz wichtig. Was genau lässt sie denn noch zögern? Und dann kommt, also entweder oft ist es Preis, aber in diesem Fall haben wir ja gesagt, geht es um die Ware. Kommt irgendetwas, ich bin noch nicht ganz sicher, ob das mein Traumsofa ist oder irgendeine Sache, die uns signalisiert, Mensch, mit der Ware, da ist er noch nicht ganz überzeugt. Im Moment forschen wir weiter nach. Vielen Dank, dass Sie da so offen mit mir drüber reden. Lassen Sie uns, oder nur damit ich Sie genau verstehe, nur Interesse halber, Sie sagen, Sie sind sich noch nicht ganz sicher, ob das Ihr Traumsofa ist. Meine Aufgabe ist es aber, sicherzustellen, dass das Ihr Traumsofa ist, sonst darf ich Ihnen das gar nicht verkaufen. Wissen Sie, wir leben hier überwiegend von Stammkunden und von Leuten, die wiederkommen und wenn ich Ihnen jetzt ein Sofa verkaufe, was nachher nicht Ihr Traumsofa ist, dann ärgern sich die nächsten 15 Jahre drüber und empfehlen uns nicht und kommen vor allen Dingen auch nicht wieder, um was anderes zu kaufen. Also nur, damit ich es genauer verstehe, was an diesem Sofa könnte denn noch schöner und besser sein oder was lässt Sie zögern? Und dann auch wieder Pause, Blickkontakt. Oft wissen die es nicht. Wenn dann nichts kommt, im Kopf kann man so zählen 21, 22, 23, dann kann man anfangen, im Nebel zu stochern und zu sagen, Mensch, ist es die Farbe? Haben Sie Bedenken, ob das so bei Ihnen gut aussieht und gut farblich reinpasst? Oder ist es die Größe? Oder ist es die Art, wie Sie drauf sitzen? Erst wenn wir das Thema festgeklopft haben und er sagt, es ist die Farbe zum Beispiel oder die Lederbeschaffenheit, dann versuchen wir wieder, den Einwand zu isolieren und fragen, Mensch, stellen Sie sich vor, Sie wären jetzt zu Hause und hätten ganz genau geguckt und sehen, die Farbe passt gut rein. Würden Sie sich dann mit der Entscheidung wohlfühlen? Einwand isolieren. Wenn der Kunde dann sagt, ja, dann würde ich mich wohlfühlen, dann kann man wieder einen Probeabschluss machen, nicht, den Einwand beantworten, Probeabschluss machen und sagen, gut, wissen Sie, da kann ich Ihnen Folgendes anbieten. Ich schreibe Ihnen das hier so auf, denn wichtig ist, dass ich Ihnen den Preis erstmal reservieren kann. Ich schreibe Ihnen das so auf und schreibe Ihnen drauf, Farbe freibleibend oder Leder freibleibend. Und gucken Sie, kleinen Aufpreis oder weniger, können Sie jederzeit noch die Ledergruppe wechseln, ungefähr die nächsten 2 Wochen, bis ich das definitiv in Auftrag gebe beim Hersteller. Und dann gleich wieder ein Abschlussversuch, da mache ich das jetzt für Sie fertig, denn wichtig ist, dass ich Ihnen schon mal den Preis reservieren kann. Aber ganz wichtig, wenn die Kunden da irgendwie einen Einwand uns auch noch benennen, der die Ware angeht, die meisten Möbelverkäufer fangen dann an, ich nenne das den Doch-Alarm. Also erstmal kommt ein großes Aber. Aber Sie haben doch gesagt, Sie wollen was Braunes. Aber Sie haben doch gesagt, Leder ist super. Aber Sie haben doch gesagt, das passt bei Ihnen super rein. Druck erzeugt Gegendruck. Was wir machen, ist das ganze Gegenteil. Wir sagen, wenn das nicht Ihr Traumsofa ist, darf ich es Ihnen gar nicht verkaufen. Denn meine Aufgabe ist es, Menschen mit Möbeln glücklich zu machen. Und dann forschen Sie weiter nach und sorgen dafür dann, dass dieses Problem, was der für sich noch nicht entschieden hat, dass dieses Problem frei bleibt im Kaufvertrag. Und dann kann er zumindest sein Sofa irgendwo anders kaufen. Der kann natürlich das Leder ändern, der kann auch die Farbe ändern, der kann auch die Zusammenstellung ändern, aber er wird im Endeffekt ein Sofa bei Ihnen kaufen. Das sind die 5 Standardeinwände und Möglichkeiten, mit denen umzugehen. In der Realität gibt es wesentlich mehr Verläufe, weil meistens der erste Einwand nur ein Vorwand ist. Den schieben wir dann beiseite. Denken Sie an die Pappmaché aus dem Prozess.
Pappmaché-Wand aus dem Prozess und müssen dann mit den Einwänden dahinter umgehen. Aber wichtig, fangen Sie nicht an, den Einwand zu beantworten, bis Sie nicht sichergestellt haben, dass das tatsächlich das Thema ist, was den Kauf in dem Moment verhindert. Und erst dann beantworten Sie und dann machen Sie einen Abschlussversuch. Klappt das immer? Nein, es klappt nicht immer. Aber ich sage Ihnen eins, wer einen Plan und ein Ziel hat, setzt sich durch. Und wenn Sie diesem Prozess folgen, haben Sie einen Plan und Sie haben ein Ziel, nämlich an den Lohn ihrer Arbeit zu kommen, wenn sie schon beraten haben, auch einen Kaufvertrag zu kriegen, und werden sich öfter durchsetzen, als wenn sie nur einfach aus dem Bauch heraus argumentiert hätten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der Umsetzung dieser Tipps.